Bin eine Nebelmaschine. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76? 76, das ist richtig. Ich wollte Shelter sagen, fragt nicht warum. Ja, wir sind durstig und alles, ich weiß nicht warum. Aber wir ziehen uns halt ein bisschen Wasser rein, Essen haben wir auch noch ein bisschen. So, was haben wir noch? Du bist nicht fertig, ne? Habe ich noch irgendwas Gekochtes hier? Oh, verdorbenes Fleisch ziehe ich mir rein. Oh, verdorbenes Gemüse ziehe ich mir rein. So, wir müssen nach Notizen suchen. Und zwar. Falsche Taste Zero. Da. Suche im Bolton Greens nach Notizen. Das wollen wir heute also tun. Ich würde gerne hier irgendwo rumlaufen. Oh. Ich meine, gut, die sind jetzt auch nicht so weit von mir entfernt, oder? Oh, gut. Ein bisschen. Event, Uranrausch. Ach, da waren wir ja auch. Und da hätte ich tatsächlich Uran mitnehmen können, aber ich töte ja Frösche dafür, von daher. Was soll's. Und die Hütte am See ist nicht besetzt. Vielleicht sollten wir einfach mal schnell zur Hütte am See laufen. Obwohl, der Typ wird sie hier besetzen, oder? Ja, der läuft da rum. Naja, ich meine, ein Blei. Ist das pro Stunde? Wie funktioniert das mit diesen komischen Dingern? Ich habe sie noch nie gemacht, weil, ja, im Let's Play habe ich nicht so viel Zeit dafür. Kriegt man hier pro Stunde ein Blei oder? Ich meine, man kann die Produktion aufstocken, das weiß ich. Essen, Kristallholz. Aber das werde ich mal so gucken irgendwann. Aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, um mir schon mal vorab zu helfen, klarzukommen, um Blei zu sammeln. Das wäre echt nice. Und ja, Freunde, ihr habt richtig bemerkt, für diejenigen, die gerade das Video gucken und auf die Uhr gucken und sich denken, hey, Zero, weißt du, wann 14 Uhr ist? Ich weiß, wann 14 Uhr ist, aber ich war gestern so fertig. Alter Schwede. Ich hatte keine Lust aufzunehmen. Und wenn man keine Lust hat aufzunehmen, Leute, sollte man das nicht tun. Da kommt nur Grütze bei raus. Ich würde hier rumlaufen und so schweigen und still sein und oh, guck mal, ein Ghoul töten. Nee, das ist ja nicht lustig. Das braucht ja keiner. Wobei, ich bin ja allgemein nicht lustig, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht spannend. Das wollte ich sagen. Nicht spannend. Und wenn der Ladescreen nicht so jetzt noch länger braucht, dann muss ich auch noch schneiden. Das heißt, die Folge kommt dann noch später. Oh, ich wollte gerade schon wieder die Nebelmaschine anwerfen. So. Okay. Oh, guck mal. Nee, ich schieß den jetzt nicht ab. Ich habe nicht so viel Munition. Wir wollen in die Richtung. Okay. Ach ja, wie schön. Da waren wir schon lange nicht mehr und müssen auch nicht mehr hin. Es rumgeschieße, Schosse, Dingens. Ist ganz schön nervig. Ist das die Feuerwache? Nein. Wo war nochmal die Feuerwache? War die hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir da schon mal drinne waren, aber beim besten Willen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Es war bei den Feuerwehrmännern, oder? Poseidon. Ahnung. Also, da kriegt man auf jeden Fall ziemlich viel Holz. Hat da gerade jemand neu angefangen? Ja! Oh, ein Mädchen, Leute. Da sollten wir direkt hingehen. Und sie abschießen. Damit sie weiß, wo sie hin. Nein. Okay. Wir gehen einfach weiter. Wie weit weg ist denn das? Ist nicht weit weg. Da dürften eigentlich keine starken Gegner rumlaufen, ne? Die Munition haben wir ja nicht mehr. Kann das sein, dass meine Sachen gerostet sind? Waren die schon immer so rostig? Ich glaube ja nicht. Wo ist denn hier? Gehen wir doch mal gleich hier hoch und gucken mal, was hier oben so Schönes gibt. Morgantown, Monorail Station. Okay, offensichtlich gibt es hier nichts. Aber ich kann die Monorail benutzen, um irgendwo zu landen, wo ich nicht landen will.
Ja, ach komm. Machen wir es richtig. Wo ist eigentlich unsere Na habe ich noch meine Nahkampfwaffe? Ja. Das war ja mal schlecht. Oh, Gemüsestärke. Ich habe gelernt, dass Gemüsestärke macht man Kleber. Wie viel Gemüsestärke ich wohl schon im Laufe des Let's Plays übersehen habe? Gute Frage. Oh, lose Schrauben und Kleber. Es? Ich habe einen Hammer mitgenommen. Naja. Was? Geh doch einfach über den Stein rüber. Ich meine, nur weil ich der Spieler bin und diesen Charakter lenken muss, heißt das noch lange nicht, dass er so dumm ist und nicht über einen Stein steigen kann, oder? Vor allem mit der Power-Rüstung, dann laufe ich doch einfach durch den Stein hindurch. Vor allem mit der Bagger-Rüstung. Vielleicht bleibe ich bestimmt am Busch kleben oder so. Ach, guck mal, Muties. Level 5er Muties. Ach komm, die haben bestimmt Munition dabei. Hat Munition dabei, aber läuft mit der Planke rum. Das muss ich einfach mal ein paar Stunden lang machen, weißt du, einfach rumlaufen, Kleinvieh töten. Und dann habe ich mehr als genug Zeug. Aber. Nee. Erlesene Gäste. Wollen wir ein Event machen? Wo soll besagtes Event sein? Rede mit Billingsley in Bolton Greens. Okay. Gib mir deine Munition. Dir, was mir gerade eingefallen ist. Was soll das denn? Wir haben ja noch eine Schatzkarte, ne? Wir haben noch gar nicht nach dem Schatz gesucht. War das hier mal ein Golfplatz? Okay, es geht mal wieder um einen Bot, was auch immer. Nein, jetzt komm. Ich komm doch schon. Ich bin nur gleich bei dir, Dude. Ich weiß, wir haben nur 13 Minuten und ich sollte mich ein bisschen beeilen. Lag das schon immer hier? Ja, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Vielleicht hält er die Klappe, wenn wir ihn ansprechen. Das wird ja immer lauter. Personal zur Vorbereitung der Schicht am heutigen Abend. Keine Tests auf Caps erforderlich. Interessenten sollen mich aufsuchen, um weitere Informationen zu erhalten. Ich erwarte Sie in Sie sind bestimmt eine Stelle geladener Gast hat den Veranstalter. Mann, ich kann dich nicht verstehen, Junge. Du bist zu laut. Sorgen wir dafür, dass das nicht noch einmal passiert. Oh mein Gott, kein Wunder, dass ihr alle bekloppt geworden seid.
Beliebtheitsgrad. Hole das Roboterbedienungspersonal zurück an die Arbeit. Okay, indem ich Viecher töte oder was? Oh, guck mal, hier ist ein Pool. Vielleicht steigt meine Beliebtheit. Meine Beliebtheit sinkt, oder? Oh mein Gott, sei nicht so laut, Mann! Keine Ahnung, wie ich meine Beliebtheit steigere. Und wie komme ich zu dir hoch? Es nicht, unerwünschte Personen fernzuhalten. Das wirkt sich negativ auf ihre Leistungsbedingungen. Ich finde ja nicht mal die Treppe. Ach da. Jede Kunde, die sie hier bleiben, führt zu einem weiteren Eintrag in ihrer Akte. Unsere Gäste werden niemals erfahren, dass ihre Feier beinahe von diesem Rabauken ruiniert wurde. Wo ist denn noch mehr? Ich höre den zwar, aber ich sehe den nicht. Hä? Gibt's hier vielleicht noch eine geile... Ah, es geht noch höher. Oh! Den nehme ich mit. Ah, das ziehen wir uns später rein. Okay, vielleicht mache ich mich beliebter, indem ich das Radio ausmache. Nein. Keine Ahnung. Oh, hi. Nein, Sie gehen zurück an die Arbeit. Es tut mir schrecklich leid. Mir war nicht klar, dass Sie... Weiter im Programm. Jetzt holen die auch noch einen Hund. Komm her. Gib mir eure Munition, Mann. Nehme ich. Okay, ich habe nur noch 9 Minuten, aber wir müssen anscheinend nur die Roboter anquatschen. Das habe ich gehört. Wir haben Clown. Ach Mann, ich kann die nirgendwo hinlegen. Das ist so gemein. Das Fleisch nehme ich mit. Du bist jetzt schon an der Arbeit, ne? Okay, das heißt, wir müssen die Roboter anscheinend finden. Aber wahrscheinlich... Oh Gott! Ey. Guck doch einfach... Nein. Nein, das kannst du mir nicht antun. Oh, guck doch einfach auf die Map, Zero. Oh mein Gott. Oh, also manchmal bin ich echt ein bisschen schwer behindert. Klar, da einer stand draußen. Ach, guck mal, da. Da wird er verfolgt von irgendwas. Da ist noch einer. Die sind hier überall. Ja, gut. Ich muss sagen, das ist meine erste Folge, die ich heute aufnehme. Ja? Ich habe eine Ausrede. Ach, je schneller ich mich wieder an die Arbeit mache, desto mehr geht sie auf die Zeit. So, jetzt kommst du. Komm her! Gib mir deine Munition, Junge. Und du gerne die Arbeit. Oh, ich weiß nicht, was das mit dem Beliebtheitsgrad zu tun haben soll. Na egal. Oh, da ist er. Hör auf drauf zu schießen. Ist mein Freund? So, wo ist jetzt der letzte? Hä? Ich stehe auf ihm? Oder wie soll ich das verstehen? Ach, da, ich sehe ihn. Okay. So ein Mist. Meine schöne Hase, ein gesamtes Bedienungspersonal gefunden. Was das neue Personal angeht, ich brauche. Und allerdings gibt es ein kleines Problem. Sie wurden an allen möglichen Stellen innerhalb und außerhalb des Gebäudes verlegt.
Da freute sich wohl jemand einen Scherz. Finden Sie sie und decken Sie den Tisch. Wenn Sie ein Beispiel brauchen, schauen Sie sich den Tisch in der Mitte an. Also Beeilung. Ist ja mal gar nicht lästig, Alter. Okay, ich habe überall Besteck gesehen. Oh, kann die Quest bitte endlich mal zu Ende gehen? Oh, ich will das nicht mehr. Oh, ich will das sowas von gar nicht. Ich habe nicht mal mehr Teller. Fünf Sekunden noch, dann sind sie weg. Ist hier eine geheime Tür? Nein. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Vielleicht wird die Halloween-Gala dank Ihnen in diesem Jahr doch kein totaler Reinfall. Hier, für Ihre Mühe. Sie haben es sich verdient. Eine zufriedenstellende Entlohnung für zufriedenstellende Arbeit. Mehr brauche ich erstmal nicht. Jetzt heißt es nur noch auf die Gäste zu warten, die bald eintreffen sollten. Oh, ich hoffe, ich bekomme irgendwas dafür. Das war mal richtig nervig. Von alleine kriegst du das nur hin, wenn du weißt, wo alles liegt. Stim, Red, aufbereitetes Wasser, Fusionszelle. Oh. Na gut. Oh, hier war noch ein Teller. Kann ich den jetzt noch mitnehmen? Nein. Er sagte, wir würden unsere eigenen Leute nicht essen. Aber dann, armer Gregory. Danach mussten wir Morris fortschicken. Ist mir egal, ob er der Boss war. Ich hab gehört, dass er mit seiner Frau Eddie jetzt alleine in der Höhle auf der anderen Seite des Berges lebt. Bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt was gebracht hat. Unsere Leute verschwinden immer. Noch? Ja, ich glaube schon, dass das die Feinschmecker waren. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, ob sie wirklich die Feinschmecker meinte. Aber es sieht so aus, als wäre das die Feinschmecker-Gruppe gewesen. Ey, der ist bestimmt auf dem Dach unterwegs. Oder im Keller. Aber es hört sich an, als würde es von oben kommen. Oh, ich bin erstmal weg. Oh. Guck mal, alle sind so kaputt. Okay. Das war schon mal nervig. Cool. Und wir gehen jetzt... Bin ich unsichtbar? Nein. Und wir gehen jetzt da hinten hin. In die Höhle. In die Wendigo... Okay, wir können die Wendigo-Quest nochmal machen. Ist das nicht toll? Da liefen doch einige nicht so coole Sachen rum, oder? Habe ich noch mein Clowns-Kostüm? Ich glaube, ich muss vorher nach Hause. So, ich glaube, mein Clowns-Kostüm habe ich nicht dabei, ne? Nein. Die muss dann höchstwahrscheinlich zu Hause sein. Gut, dann geht's nach Hause. Ach, guck mal, wurde eingenommen. Okay, okay, wer hängt denn darum? Zebek! So. Ich bin eine Nebelmaschine. So, das habe ich gesehen. Sind wir weg von meinen Pflanzen, Junge! Such den zu Hause! Dann können wir direkt mal ein bisschen kochen. So, Gemüsestärke. Jetzt aber. Will ich doch meinen. Und Mais. Ja, jetzt... Oh, springt er noch einfach hoch, Mann. Ah, guck mal, die haben Spaß. Oh, finde ich gut. Lassen die mich wenigstens in Ruhe. So, uns geht auch langsam, glaube ich, das Trinken aus. Da können wir auch mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Und, ach ja. Dann kochen wir mal ein bisschen was. Okay, erstmal Gemüsestärke. Dann kochen wir uns ein bisschen Fleisch. So, okay.
Was wollte ich jetzt machen? Genau, was ist jetzt mit Gemüsestärke? Habe ich das jetzt hier drin oder? Ist das jetzt allgemein zum Kleber geworden? Oder muss ich das auseinandernehmen? Weiß das wirklich nicht. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Erstmal sollten wir unsere Sachen auseinanderbauen. Ich glaube, das ist erstmal eine gute Idee. Ich wollte... Oh Gott, ich weiß... Ach ja, meine Clown-Sachen. Ah, okay. Ich weiß es wieder. Wie viele Sachen wir jetzt schleppen können? Oh. So, perfekt. Haben wir noch irgendwelche spezielle Kleidung? Ja, komm, weg mit dir, weg mit dir. Oh Gott, nein. Nein, ich will den hier. Genau. Sehr schön. So. Okay, der steht da immer noch rum. Das heißt, er hat die Ghule vernichtet. Wie sieht's aus hier mit Munition? Wir kriegen bestimmt extrem viel 45er Munition, oder? Aber ich mag ehrlich gesagt die Waffe. Zwölf. 150er Patronen? Ernsthaft? Okay, ich habe ein bisschen Blei. Da waren die 50er Patronen nicht eigentlich für die Schwarzpulverpistolen? Habe ich nicht eine Schwarze? Schwarzpulvergewehr. Ah, 50er Ball, okay, ja gut. Ich verstehe schon. Wieso habe ich den Scheiß? Ach, ja, den verkaufen wir doch. 35, ne? Auf welchem Level sind wir jetzt? Alter, Junge. Wir sind jetzt. Ich sehe mein Level nicht. 34. Oh, wir sind kurz vor 35, okay. Dann sollten wir auf jeden Fall mittlerweile diese Waffe mal mitnehmen. Und dann stellen wir auf jeden Fall Munition her. Moment, war das nicht... Doch, 45er, ne? Ja. Quasi... Wie unser Kampfgewehr. Du, Alter, guckt euch den Schadensunterschied an. Das ist schon nice. Mein Kampfgewehr? Hat das kein Visier? Doch, doch. Das hat doch ein Visier. Sieht man noch nicht richtig. Aber gut. Ihr seht schon hier den krassen Unterschied. Deswegen. Achso, meine Power-Rüstung ist gerade bei mir gelandet. Ich wollte gerade sagen, was war denn das für ein Geräusch? Deswegen Munition, ne? Und dann 45er. So. Na gut, ein bisschen Munition zumindest. Okay, modifizieren und reparieren. Dann würde ich sagen... Ich hoffe, ich kann da irgendwas ändern. Na gut, ich habe eh keine Schrauben, aber das scheint hier schon ziemlich gut zu sein, das Ganze, ne? Ja. Viel können wir nicht machen. Es ist auch nicht dieselbe Waffe, es ist eine ganz andere Waffe. Ist ja blöd. Können wir auch sonst nichts weitermachen, ne? Nichts, was unseren Schaden irgendwie verbessern würde. Na gut, vielleicht kriegen wir eines Tages noch einen Schalldämpfer, aber gut.
Dann wollen wir einfach mal. Hallo? Ja, verwerte meinen Schrott, Mann! Ganzen Schrott verwerten. Ganzen Scheiß hier reinstopfen. Das war nicht viel. Was habe ich denn hier dabei? Endlich behalte ich auf jeden Fall. Ich behalte die auch. Pack erstmal die Splittergranaten hier rein. Kampfflinte. Ja, weißt du was? Tschüss. Dann kannst du auch weg. Was wiegt denn hier so viel? Das hier? Nee, das wiegt nur 10 gerade mal. Oh, ich habe bestimmt wieder Raketen am Start. Ich habe immer Raketen am Start. Immer wenn ich denke, warum wiege ich denn so viel, sind es Raketen. Na gut. Na halt nicht. Legen wir ein bisschen was davon ab. Na gut. Dann können wir jetzt auch weiter losziehen. Oh, ich repariere erstmal die Waffen, wenn es geht. Aber ich glaube, da fehlen mir Schrauben. Aber es würde sich, glaube ich, nicht mehr lohnen, dieses Gewehr hier zu reparieren, ne? Dann würde ich doch lieber das hier reparieren. Federung. Ja, denn halt nicht. Ich kann auch ohne leben. Ich wollte mein Clownskostüm holen. Ich erinnere mich wieder. Ich hoffe, mein Clownskostüm ist hier. Okay. Ich würde sagen. Abmarsch. Gehen wir zu unserem Lieblingsort, ne? Da war ja auch die Kackbratze. Ne, die Kackbratze war ja aber ganz woanders, ne? Bei mir ist alles Kackbratze, ich weiß. Fragt nicht warum. Hier war die Kackbratze, ne? Ja. Wo ist jetzt die Höhle, wo ich hin sollte? In die Richtung. Verfolgen wir den Pfeil. Bin ich blind? Wo ist die verdammte Wendigo-Höhle? Hä? Ach. Fragt nicht, Leute. Ich werd alt. Ich werd alt. Ich werd dieses Jahr. Ratet mal, schreibt es mir in die Kommentare. Wie alt werde ich? Das gibt böse Kommentare von mir. Niemand kann mein Alter schätzen. Niemand! Und wenn es einer von euch richtig macht, dann, ja, keine Ahnung, grüße ich ihn in einer der nächsten Folgen. Ich glaube, ich habe Hunger. Aber Izi, kein Problem. Hallo Ghoul, ich muss nur kurz was essen, dann kannst du mich gerne töten. Und eine futternde Dosen, Maulwurfshappen, so. Welchen Level bist du denn? Wieso bist du Level 9? Und weißt du was, ich mach dich mit meinen Fäusten kaputt. Hier. Und dafür krieg ich mal 24 Geld. So, gleichzeitig brauche ich auf jeden Fall dann noch den hier. Weil in der Höhle ging das ja schon ganz schön ab, ne? Mal gucken, ob ich noch den Weg kenne. Müsste ich eigentlich. Düster. Hallo? Bekomm Schaden? Danke. Erkennungsmarken mal wieder. Okay, das kennen wir schon. Wendigo-Höhle und so weiter. Wir haben uns irgendwie ziemlich rechts gehalten, ne? Also wenn man hier reinkommt, da
Wir müssen es nur schaffen, da hinzukommen. Und ich habe einen Plan. Wenn das geht, oh mein Gott, Leute. Dann bin ich ein Profi. Okay, da geht's nicht rauf. Kann ich auf meine Rüstung raufspringen? Ich wollte auf meine Rüstung raufspringen. Ist ein bisschen doof, wenn einsammeln Y ist und springen Y. Komm, du musst ja wohl möglich sein, da hoch zu springen. Kann ich da... Okay, ich duck mich. Hab dich doch gehört, Junge. Also rein theoretisch könnte man das. Also ich leg dich jetzt mal hier hin. Hab ich das gesehen? Der Move, Alter, der Move. Ah, so, Mr. Wendigo. Bin jetzt ganz nah. Die Stacheln sehe ich. Oh, ich hab vergessen, wie man springt. Du bist offensichtlich nicht der Wendigo. Oh, der Feinschmecker ist der Wendigo. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, oder? So, wir sind jetzt fast da. Wir gehen jetzt mal kurz. War der Wendigo nicht hier? Nee, da ging es nur runter. Okay. Die Frage ist, wo kommt er her? Ich kann nur so viel sagen. Ist er das? Nein. Der darf uns nicht sehen. Oh. Easy going, Junge. Schlüsselteil der Gourmets. Hey, ich hoffe, Sie leben noch, wo immer Sie auch sind. Sonst würde ich ja mit einer Leiche reden. Ich nehme an, dass sich die Gourmets gegenseitig verspeist haben. Ich will gar nicht wissen, was wirklich passiert ist. Der Gedanke daran, einen Menschen zu essen, ekelt mich an. Ich bin froh, dass auf Ihrer Speisekarte nie Roboter standen. Also, es gibt noch ein Schlüsselfragment. Es gehörte den Halsabschneidern. David, der uns geführt hat, lebt noch. Zumindest einigermaßen. Ich habe gesehen, wie er in der Nähe seines bevorzugten Barbecue-Schuppens herumstreifte. Er hat sich in eines dieser verbrannten Dinger verwandelt. Es bricht mir echt das Herz, ihn so zu sehen. Auch wenn er sich wie ein Volltrottel benehmen konnte, so ein Schicksal hat er nicht verdient. Ich würde wetten, dass er auf jeden Fall noch sein Schlüsselteil dabei hat. Sie würden also allen Beteiligten einen wirklich großen Dienst erweisen, wenn sie uns von ihm erlösen und sich den Schlüssel nehmen. Geben Sie ihm einen Abschiedskuss von mir? Nö. Nein, streichen Sie das. Wahrscheinlich ist er mittlerweile eine total eklige Missgestalt. Ja, Eddies Notiz. Morris geht auf den Straßen auf Menschenjagd, aber er will das Fleisch nicht teilen. Ich lebe von dem, was er übrig lässt, aber die Zehennägel bleiben mir immer zwischen den Zähnen stecken. Jetzt schaut er mich richtig komisch an, mit diesem hungrigen Blick. Er verändert sich. Wir beide verändern uns.
Die Frage ist nur, wer von uns als nächstes ist, Eddie. Habe ich verlaufen. Dann wisst ihr was? Ich würde sagen, ich logge mich jetzt mal ganz kurz aus und dann logge ich mich ein und dann bin ich draußen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.